Mit Haien ist nicht zu spaßen. Ich hoffe, ich finde zurück. Okay. Ja, wir haben jetzt ein Problem. Wenn ich jetzt nach oben gehe, geht alles nach oben. Wenn ich jetzt nach links gehe, frisst mich sofort alles auf. Wenn ich nach unten gehe, ist bisher nur die Bombe da. Okay. Ja, war irgendwie klar. Die Bombe bewegt sich ja nicht, ist das Problem. Scheiße. Ich kann nur rauf und runter. Oh, 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 okay, stimmt. Ach ja, die Qualle bewegt sich ja nicht. Die bewegt sich ja nicht. Ich darf nur nicht gegen sie schwimmen. Genau. Okay. Again. Oh, fünfmal schon wieder? Oh, das wird nicht lustig. Das wird nicht lustig. Gut. So geht es. Und so geht es auch. Ah. Wundervoll. Kann ich jetzt noch? Ach, scheiße. Ah. Nicht gut. Nicht gut. Shit. Ah! Okay. Achso, alles klar. Ich musste nur das Schiffchen einmal bis dahin bringen. Oh, alles gut. Perfekt. Schiffe, Bojen und Seesterne sind Freunde. Aha. Ja, ich könnte jetzt einfach in diese Richtung schwimmen. Dann wäre das Quallenmonster direkt weg. Wahrscheinlich muss ich die beiden Seesterne benutzen, um die Bojen zu blocken, damit mir das nicht wehtut. Bums, Numero Uno. Aha. Nein, die Seesterne sind weg. Verdorri. Oh, shit. Ach, Mist. Ah. Das wird so nix mehr. Mist. Ja, das wird so nix mehr. Gut, lassen uns fressen. Noch einmal. Also, auf gar keinen Fall dürfen die Seesterne weg. Die Seesterne dürfen nicht weg. Verdammt, Scheiße. Ja, ist gut. Okay, weg mit dir. Aha. Numero uno geblockt. Ach, die nehmen die auch weg. Schön, 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 schön. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe mich hier wieder festgefahren. Ich jetzt sag. Oh, ich habe mich doch nicht festgefahren. Ach, das ist ja nice. Aha. Okay. Ich brauche jetzt trotzdem noch irgendwie Hilfe, ne? Mhm. So ein Ärger. Ich brauche den Seestern leider. Als Blocker gleich. Mist. So, wieder wegfliegen. Nein. Und ich auch. Na gut. Ich denke trotzdem, dass es die einzige Option ist, die ich aktuell habe. Nach oben kann ich nicht, werde ich gefressen. Nach unten kann ich nicht, werde ich gefressen. Nach rechts werde ich gebombt. Also links. Besser geht's halt gerade nicht. So, dann kann ich den ersten bomben. Zack. Und ich kann
kann den zweiten bomben. Ach, wie schön. So geht's doch. Pack mal den Mauszeiger hier weg. Dann kommen wir... pfui. Haie sind nicht gut. Ich kann nur rauf oder runter. Am liebsten wäre es mir, wenn ich es schaffen würde, zumindest eins von den Viechern zu bomben. Zum Beispiel das. Ach, der Hai kann nur rechts und links, oder was? Aha. Ja, gut. Ah, jetzt gehen die natürlich bis zum Ende. Aha. Frisst er das Vieh? Nein, tut er nicht. Müssen wir warten, bis alle zum Stillstand gekommen sind, bevor es weitergehen kann? Ich könnte nach oben und ich könnte nach unten. Alles andere geht nicht. So werde ich die Qualle los. Tschüss, Qualle! Wie werde ich jetzt die Bombe los? Das muss mir entweder der Stern machen. Oder eben der Hai. Okay. Ja. So oder so, gehabt wie gesprungen. Ich hätte sie auf beide Arten nicht los. Shit, jetzt habe ich mich wieder festgefahren, weil ich jetzt gebissen werde. Okay. Ich bin gerade nach oben. Was ist denn, wenn ich nach unten gehe? So. Und nach oben. Und so. Dann habe ich mir nämlich erstmal den Stern noch bewahrt. Okay. Wie kriege ich jetzt den Stern? Ah, wartet mal. Doch. Funktioniert ja eigentlich. Gut. Ich muss den Stern, glaube ich, nach oben kriegen. Nein, verdammt, ich schwimme raus. Ach, Mann, ey, diese blöde Begrenzung da. Sehe ich das Ding an. Okay. Nach oben, zur Seite. Nach oben, zur Seite. Ich könnte jetzt entweder hier hin. Oder ich könnte direkt nach unten gehen. Dann bleibt der allerdings immer in der Ecke unten, ne? Ach so, ja doch. Prima. Hätte ich ja vorhin auch schon haben können. Mist. Das letzte. Oh, da ist die Leiter. Die Leiter zur Bohrplattform. Mhm. Gut. Die Qualle blockt. Wenn ich nach oben gehe, kommt der nur hier hin. Wenn ich nach oben und zur Seite gehe, wird die Bombe durch den Stern gebombt. Ich weiß aber nicht, ob ich den nicht vielleicht sogar noch brauche irgendwie. Ja, schön.
Kommt ihr erstmal einfach alle hier runter? Aha. Nummer 1 ist kaputt. Ah, das ist schlecht. Müssen wir ein bisschen weiter noch zur Seite gehen. Ach, das geht nicht, weil die doofe Qualle da ist. Ah, das ist aber schlecht. Aha. Ah, so geht es. Das Ding geht ja nur nach oben und nach unten. Das ist das Problem. Shit, jetzt haben wir den hier immer reingeholt. Ah, ich werde sterben. Oh, doch nicht, oh, doch nicht. Verdorie. Ah, so. Den hier rein. Das da runter. Das ist immer noch nicht gut genug. So. Jetzt hatten wir den ersten geblockt. Und den zweiten geblockt. Aha, aha. Bringt mir gerade nichts. Oh, verdammt, ich bin ja nicht sicher hier. Ah, shit. Dabei war die Ausgangssituation bestimmt schon vernünftig. Naja, gut. Okay. Vielleicht machen wir das einfach diesmal so. Warum habe ich es nicht vorher so schon so gemacht? Das weiß ich nicht. Ja, nee, schon klar. Schon klar. Ach, warte, Dorina. Aha. So. Das bringt auch nicht so viel. Okay. Zur Seite darf ich nicht. Okay. Mir blöderweise den einen Seestern hier so total blöd hingebastelt. Das war echt nicht so clever. Der schwimmt nur rechts und links, der schwimmt nur rechts und links. Okay, jetzt kriege ich ihn einen Seestern aber wieder nach oben, ha? Ja. Oh, wie schön. Ich bräuchte den zweiten Seestern aber auch noch da. Aha. Ah, wunderbar, wunderbar. Uiuiui, das war aber jetzt ein Geschiebe. Juhu! Das kann doch alles nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Nie und nimmer hat sich die Kleine von allein befreit. Wir haben uns ja auch befreit. Siehst du denn noch jemanden hier? Und der Helm? Jetzt kommen auch noch Haie. Aber wo ist denn jetzt Jelena? Oh nein! Jelena würde den Helm als Druckmittel einsetzen. Mal sehen, ob das bei den beiden zieht. Okay.
Muss ich rauf. Mein falscher Hai wirkt ziemlich echt. Das hoffe ich jedenfalls. Ja. Ich schwöre, ich werfe den Helm über Bord, wenn ihr euch nicht auf die Bohrinsel verdrückt. Waffe und Zündschlüssel bleiben hier. Na schön, du Held. Meiner Freundin zuliebe ziehe ich dir nicht augenblicklich das Fell über die Ohren. Wir gehen. Aber macht euch auf etwas gefasst. Meiner Freundin zuliebe? Ach, wie schön. Ja, verzieht euch. Kaum haben sich die Entführer auf die Bohrinsel zurückgezogen, wächst der zweite Detektiv über sich selbst hinaus. Sicher wie im Schlaf steuert er die Casanova zurück nach Rocky Beach, wo er sie den Behörden übergibt. So war das, Just. Inspektor Cotta wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Jelena kann dir wirklich das Wasser reichen. Ich nenne euch beide Jelenus. Untersteh dich, Peter. Aber schön zu hören, dass ihr außer Gefahr seid. Geht mir auch so. Ethan hat sich große Vorwürfe gemacht. Für die drei Detektive gibt es in den kommenden Tagen eine Menge zu bereinigen. Ethan hat versprochen, Justus, Peter und Bob bei der nächsten Etappe beizustehen auf Nolan Gallagher's Ranch. Wilder Westen inklusive. Ziemlich karge Landschaft für eine Ranch. Kein Wunder, dass sie ausgedient hat. Das liegt am Klima der Mojave-Wüste. Ganz in der Nähe befindet sich der Joshua Tree Nationalpark. Jelena hat den Ort für uns recherchiert. Und Justus hatte nichts dagegen. Reine Beschäftigungstherapie, damit sie nicht wieder auf dumme Gedanken kommt. Mrs. Forrester erwartet euch im Haus. Am Telefon war sie sehr offenherzig. Vor allem, als ich euch beschrieben habe. Hier ist ja alles voller Müll. Ich weiß jetzt schon, was wir alles machen dürfen. Darunter fällt auf jeden Fall auch Müll sammeln. Aber wie süß hier hinten mit den aufgehängten langen Unterhosen und dem Klohäuschen. Echt niedlich. Solange Chip und Natalie nicht festgenommen sind, halte ich hier draußen Wache. Mir ist schleierhaft, wie sie vom Riff der Haie wegkamen. Cotta tippt auf ein altes Schlauchboot der Bohrinsel. Ich hoffe, die Masken sind in eurem Safe sicher. Nicht auszudenken, wenn Chip und Natalie dahinter kämen. Unsere Zentrale schickt uns sofort eine Nachricht, wenn da eingebrochen wird. Allerdings sind wir dann wahrscheinlich zu weit weg, um noch irgendwas zu verhindern. Insofern. Okay, Nolan Gallagher will auf jeden Fall was von uns. Da ist er ja. Calamity Joan wartet auf eine Herausforderung. Mit einer Kiste Flaschen, die geleert sein wird. Mit Pokerkarten ohne Schummelei, mit den Schuhen eines Pferdes, bereit zum Wurf. Ich notiere. Flaschen, Spielkarten, Hufeisen. Okay. Lassen wir es erstmal dabei. Den Spuren nach gab es eine große Party und große Wäsche. Oder wie deutet ihr die Scherben auf dem Boden? Tja, auf jeden Fall, die bereinigt werden müssen. Aha. Okay, die kaputten Flaschen sind's nicht. Gallagher sprach von einer ganzen Kiste. Dann müssen wir erstmal eine Kiste finden. Eine Kiste. Was haben wir denn hier so? Pferd trägt 4 Hufeisen. Da sind wir uns einig. Aber euch ist schon klar, dass wir ihm seine nicht ausziehen. Ich weiß. Dann nehmen wir erstmal die Spielkarten. 52, ach du Schande. Dann haben wir Zaumzeug und Sattel. Was ist das? Okay, und noch mehr Spielkarten. Was am Klohäuschen? Ach, dieses Bild hatten wir schon gesehen. Haus. Da soll mich doch das Mäuslein beißen. Dampfendes Hirn, der mit den Linsen schielt und Schlackerbein. Ich bin Joan Forrester. Ihr wollt euch umsehen? Ja,
Calamity Joan. Ach, wie schön. Guten Tag, Mrs. Forrester. Wir sind Justus, Peter und Bob. Schön, dass Sie uns empfangen. Willkommen, Boys. Wisst ihr, wie Gallagher mich nannte? Calamity Joan. Tagsüber machte ich den Haushalt und nachts pokerten wir. Ach, ich vermisse den alten Schwerenöter. Und nachts pokerten wir und Schwerenöter in einem Satz. Ja, okay. Wie ich sehe, Ma'am, reichen die Karten in Ihrem Etui gerade mal für eine ehrliche Runde Skat. Wir kümmern uns darum. Ma'am? Was glaubst du, Pfirsichbäckchen, wie alt ich bin? 51? Pfirsichbäckchen? So wird Justus sonst nicht genannt. Ich glaube, er ist gewohnt, dass man ihn Dicker nennt. Oder Dickerchen. Bei eingehender Betrachtung erweisen sich die Rückseiten dieser Karten als markiert. Es ist gezinkt. Ja und? Pfoten weg. Bei Langfingern und Pferdedieben kenne ich kein Erbarmen. Na gut. Wir haben ja noch ein paar. Da. Und ein Kamin bei diesem Klima? Da will wohl jemand sicherstellen, dass der Weihnachtsmann ins Haus findet. Du vergisst weiter, dass die Nächte in dieser Gegend sehr frisch sein können. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du vergisst, dass es in der Wüste in der Nacht ziemlich kalt ist. Okay, wir brauchen aber immer noch ein Hufeisen und vor allen Dingen eine Kiste für die Flaschen. Da, Flasche, Flasche. Gallagher sprach von einer ganzen Kiste. Wie süß, was ist denn das hier? Sind das hier die Abzüge für den Kamin und da sind kleine Wolken dran? Oh. Habt ihr die Zugluft auch gespürt? Ja, denk schon. Na gut, erstmal Karten. Ach, und da ist die Kiste. Hier also hat Mr. Gallagher seine schaurigen Bücher geschrieben. Ja. Eine Getränkekiste. Jetzt wissen wir, wie viele Flaschen wir brauchen, die geleert sein wollen. Ein Wettsaufen? Ich plädiere für die Interpretation, dass es um bereits leere Flaschen geht. Richtig. Besser ist das. 10 an der Zahl. Kriegen wir das auch auf? Klingt nach Münzen. Ohne Schlüssel kommen wir nicht heran. Hier geht's nicht auf. Weil ich brauche ja noch 2 Karten. Und die gezinkten Karten sind's nicht. Da ist ja eine. Okay, es fehlt noch eine. Da ist eine Flasche. Da ist eine Flasche. Hier am Kamin waren mindestens 2. Da haben wir ja schon fast die Hälfte. Okay, ich würde sagen, wir können wieder raus. Raus? Achso, raus. So raus. Flaschen. 1, 2. Waren beim Pferd welche? Oh, nein. Ich sehe zumindest keine. So, hier hatte ich eine. Die sind leider kaputt. Sind also wohl nicht die richtigen. Da müssen wir nicht rein. Eine einzige Spielkarte noch. Und mindestens ein Hufeisen, oder? Ein Pferd hat 4, was haben wir davon? Spielkarten zum Pokern braucht man mehr als beim Skat, wie sie sind gezinkt. Es war von einem ganzen Kasten die Rede, mit ihm dürfte sich auch die Anzahl ergeben. So, Ranch. Was? Flaschen, Spielkarten, Hufeisen. Ah, genau, das da. Vielleicht hier nochmal im Auto gucken? Ethan, kannst du mal zur Seite gehen? Okay, wir sind hier wieder drin. Pfoten weg. Bei Langfingern und Pferdedieben kenne ich kein Erbarmen. Es ist doch nur eine Zeitung. Ich muss gucken, ob da was drunter ist. Okay, die einzelnen Dinger kriege ich nicht auf. Also, Boys, was zum Geier wollen wir Schönes anstellen? Kartenspielen. Also, Boys. Okay, es geht noch nicht. Vielleicht muss man sogar mit ihr spielen. Steckbriefe. In der Täfelung befinden sich Vertiefungen. Kollegen, hier fehlen Elemente.
Mhm, ich sehe es. Aber hier ist vor allen Dingen die letzte Spielkarte. Juhu, das hätten wir schon mal komplett. Ob wir ihr das jetzt geben können? Pokern! Ihr seid mir vielleicht Herzchen. Und viel zu jung dafür. Okay. Ich werde mir auch später nochmal Gallagher hier zu Gemüte führen, aber erstmal möchte ich hier alles angucken und schauen, ob ich nicht noch die letzten zwei Flaschen finde. Na gut, hier nicht. Aber wobei, wartet mal, wir können hier auch noch ziehen. Kurz und bündig. Okay, es geht nur so oder so. Gut, dann gucken wir uns jetzt erstmal hier an, wer denn hier so gesucht wurde. In unserem Alter soll Billy the Kid schon richtig üble Dinge auf dem Kerbholz gehabt haben. Seine Masche? Von den Reichen nehmen, um es den Armen zu geben. So edel wie Robin Hood war er dann aber doch nicht. Ist bestimmt wieder wie im Restaurant. Nolan Gallagher wird wahrscheinlich etwas zu allen sagen, zu denen Peter, Justus, Bob nichts sagen. Die scheint mir eher eine Räuberbraut als eine Lady gewesen zu sein. Hm, ja, stimmt, Belle Star. Jane war keine Verbrecherin, aber sie wusste sich ihrer Haut zu erwehren. Sie trat sogar in Buffalo Bills Wild West Show auf. Jane war keine Verbrecherin. Ach so, ein weiblicher Bandit oder eine männliche Banditin? Eleanor Dumont, alias Madame Moustache. Tja, die hatte halt nix dagegen, den stehen zu lassen. Die Gute hatte bestimmt einen Riecher dafür, wo es was zu holen gab. Lustig, oben sind überall Männer, hier sind überall Frauen und hier unten sind Männer bzw. eine Frau. Mein Bedarf an Glücksspiel ist seit unserem Fall um die Pokerhölle in Chinatown von L.A. gedeckt. Im Wilden Westen gab es sonderbare Karrieren. Mein Namensvetter war nicht nur Mitglied der Dalton-Bande, sondern eine Weile auch Marshal. Mhm. Roy Bean nannte sich eigenmächtig das Gesetz westlich des Pecos. Er hielt einfach in einem Saloon Gericht. Wir brauchen also später 15 von den Sternen, ja? So, alles klar. Das waren sie. Höre ich mir später nochmal von Gallagher aus an. So, hier können wir noch mal gucken. Hier ist eine Lupe. Okay. Sogar die Bücherei von Rocky Beach hat ein Exemplar im Bestand. Leslie wollte mir davon abraten. Zu blutrünstig. Geiergeflüster von Don Cartwright. Aha. Ach, ich mag ihr Flair. Das Rattern, das Bing, das Zurücksetzen und das Fluchen, wenn sich die Typen verklemmt haben. Das Rattern, das Bing. Das kenne ich sogar auch noch, wenn sich die Typen verheddert haben, verklemmt haben. Ich habe keinen Schlüssel, noch zumindest nicht. Sehr schön. Mhm, dann mal raus. Alles klar, wo habe ich jetzt noch nicht ordentlich geguckt? Ich denke mal, das haben wir schon gehabt. Das haben wir schon gehabt. Hier komme ich direkt ins Haus. Ich kann jetzt halt hier noch draufklicken. Gut, dann fangen wir einfach mal hier mit Nolan Gallagher an. Bereit sein ist alles. Statte den Hengst mit allem aus, was du für einen kleinen Ausflug benötigst. Er heißt Amar. Das bedeutet unsterblich. Alles klar. Pferden hatten es die drei Fragezeichen ja auch schon oft zu tun. Okay, dann brauchen wir wohl die Decke, den Sattel. Da ist das Zaum, da ist das Hufeisen. Und das Hufeisen. Tara, tara, vier Stück. Hier ist noch eins. Ein drittes. Ah, das letzte Hufeisen. Vielleicht hier drunter? Sonnenschutz muss sein. Vor allem, wenn er so cool ist. Gut, die hätten wir also auch. Na, Nolan? Das Glück dieser Erde liegt nicht nur auf dem Rücken der Pferde. Ich bin sicher, Joan hat es bereits gestriegelt und gefüttert. Am Haar scheint es tatsächlich an nichts zu fehlen. Das
ist doch schön. Dann sind wir hier soweit fertig. Calamity Joan wartet auf eine Herausforderung. Mit einer Kiste Flaschen, die geleert sein wollen. Mit Pokerkarten ohne Schummelei. Mit den Schuhen eines Pferdes bereit zum Wurf. Okay, das heißt, wir können die Hufeisen schon abgeben. Uns fehlen halt noch die Flaschen. Ich glaube, er wird uns hier draußen einfach nichts mehr sagen können. Dann müssen wir mal mit ihm reingehen. Aber wir geben die Dinger erst ab. Oh, das ist ja wie brauner Bär auf Karamell. Als Kind liebte ich es, Hufeisen zu werfen. Inzwischen ist mir das zu blöde. Okay, dann eben nicht. Dann wahrscheinlich nur Poker. Aber sie hat gezinkte Karten. Das geht nicht. Wie soll ich denn da gewinnen? Okay. Ja. Er ist doch hier. Kein Rechner der Welt kann mit der Magie konkurrieren, die Papier, Tinte und Maschine innewohnt. Okay. Mit dieser Technik waren Schreibfehler noch handgemacht. Zum Teufel mit der Autokorrektur. Nolan Gallagher alias Don Cartwright. Im Grunde war ich mein eigener Ghostwriter. Ja, das ist ja ein richtiger Schenkelklopfer. Okay. Dann vielleicht hier. Okay. Nicht in der Geisterwelt. Dann die Uhr. Haben wir noch gar nicht probiert, ne? Ich kann Joan verdammt gut leiden. Die Ranch gehört ihr, sobald die Schnitzeljagd vorüber ist. Ach, wie schön, sie kriegt die dann. Momentan ist sie nur die Verwalterin, ja? Oh, da wird sie sich aber freuen. Sobald alle Gesetzlosen verhaftet sind, kann der Sheriff auf Horchposten gehen. Okay. Er und Butch Cassidy waren als Banditen ein Herz und eine Seele. Genau, Butch Cassidy und Sundance Kid. Ein Revolverheld, der in puncto Selbstverteidigung bisweilen übers Ziel hinausschoss. Banken und Eisenbahnen auszurauben, war seine Spezialität. Er war Anführer seines wilden Haufens. Der alte Knabe überfiel Postkutschen und hinterließ selbstgeschriebene Gedichte. Okay. Doc Holliday nahm zusammen mit Gesetzeshüter Wyatt Earp an der Schießerei am OK Corral teil. Es heißt, innerhalb von nur 30 Sekunden seien 30 Schüsse gefallen. Diese Dame handelte mit gestohlenem Vieh. Böse Zungen behaupten, das meiste davon sei auf ihrem Teller gelandet. Okay. Gut, ich glaube, wir haben jetzt hier alles, ne? Gesehen, gehört von Nolan Gallagher in dieser Hütte. Fenster. Und er halt noch. Okay, machen wir das aus. Gut. Da kommen wir nicht dran. Er hat es geschrieben. Sogar die Bücherei von Rocky Beach hat ein Exemplar im Bestand. Leslie wollte mir davon. Ach, ich mag ihn. Okay. Zwei Flaschen. Ich weiß, wo zwei Flaschen sind. Sie sind aber beide zerbrochen. Die und die. Brauche ich denn einen Kleber dafür? Die gekappte Verbindung erinnert mich an das falsche Spiel von Soapy Smith. Der nahm am eisigen Klondike Goldsucher aus, die ihren Claim melden wollten. Die gekappte Verbindung. Die gekappte Verbindung erinnert mich an das... Die gekappte Verbindung... Oh, coole Wäscheklammern. Mit der Schnappkraft von Haien. Oh, coole Wäscheklammern. Mit der Schnappkraft von Haien. Die gekappte Verbindung... Die gekappte Verbindung erinnert mich an das falsche Spiel von Soapy Smith. Der nahm am eisigen Klondike, bla bla bla. Ich weiß. Wartet mal.
Ich kann es ja von hier aus sehen. Zumindest die eine Flasche. Wie war das nochmal? Das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde? Na hallo, Amar. Ich schätze, wir machen bald einen Ausflug. Hört sich so an, ja. Hörte sich so an. Zwei Flaschen. Das sind bestimmt die beiden Flaschen. Aber wie rankommen?